Was macht der Klon im Büro? Faxe. Late Night Switzerland mit M. Joghurt pur. Und jetzt aus dem Kauf mit der Zürich. Late Night Switzerland. Heute in der Sendung Wendy Holdener und Milky Diamond. Bitte begrüßen Sie den Mann mit Luft nach oben, der Stefan Wüster. Guten Abend, hallo miteinander, willkommen zu Late Night Switzerland. Guten Abend, Michael Schweizer. Ja, du hast den Schlitten wirklich mitgenommen. Ja, selbstverständlich habe ich ihn mitgenommen. Das ist mega wichtig, darf wirklich nicht vergessen, unbedingt zurückzubringen. Ja. Oder unter keinen Umständen vergessen zurückzubringen. Nicht, dass nachher sämtliche Zürcher in Davos keinen Schlitten mehr vermieten. Ja, das wäre nicht gut. Hast du vielleicht auch mitbekommen, oder? Hat ja einen Schlittenvermieter in Davos gegeben, der keinen Schlitten mehr an orthodoxe Juden vermietet hat. Und was mich an dieser Meldung am meisten fasziniert hat, ist, es hat offensichtlich noch genug Schnee zum Schlitteln. Ja, ein bisschen überraschend war. Ja, not, aber ist ja irgendwie klar, dass die Schlitten nicht zurückkommen. Ich meine, sind ihr schon mal Schlitteln? He? Das ist unhöre gefährlich. Die Hälfte kommt gar nicht zurück, ist ja logisch. Also, ist hat so. Nichts mit der Herkunft oder irgendwas anderem zu tun. Aber vom Schlitteln vielleicht gerade über zum Skifahren. Diese Woche hat unsere Finanzministerin Karin Keller-Sutter auf die Kritik reagiert, dass die Schweizer Seilbahnen am Bundesrat Jahresabos schenkt. Ja? Sie wollen die ab sofort nicht mehr geschenkt haben, nein, von der Bergbahn, sondern sie kaufen sie jetzt selber. Mit Steuergeldern. Ja. Viel besser. Mhm. Und was mich fasziniert hat, in dem Interview sagt sie auch, Karin Keller-Sutter, sie können gar nicht Skifahren. Jetzt weiss ich nicht, hat sie es nie gelernt oder wollte niemand ein paar Ski vermieten? Das ist die Frage. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie nicht Skifahren kann. Ich kann doch Skifahren. Ich meine, also, bei der Talfahrt von der CS ist sie ja richtig schön in Tokio, oder? Das haben wir alle gesehen. Und wir haben hier im Archiv auch ein Bild von der jungen Karin Keller-Sutter zusammen mit der jungen Viola Amherd beim Skifahren. Schauen wir mal. Ja. Aber gehen wir vom Finanzministerium zum VBS. Weil viele von diesen M113 Schützenpanzer fahruntüchtig sind, müssen sich die Soldaten jetzt bei den Übungen künftig einfach vorstellen. Sie haben so einen M113 Schützenpanzer. Ja. M113? Ja. Ich habe zuerst an einen Problembär gedacht. Ja. Ich weiß aber auch nicht wieso. Ein Problempanzer. Ja, voilà. Oder es ist jetzt ein Problempanzer. Mhm. Gut. Soldaten sind ja geübt, im sich Sachen vorstellen in der Armee. Sie stellen sich zum Beispiel auch vor, sie hätten gut zu essen. Ja. Oder du, Ueli Maurer, hat sich jahrelang vorgestellt, wir hätten die beste Armee der Welt. Ja. Völlig normal. Ja. Normal werden jetzt Soldaten auch im Training oder in den Übungen natürlich ein bisschen, ja, müssen sich Sachen vorstellen. Auch das wird jetzt schon geübt. Schauen, wir haben da zum Beispiel, das ist jetzt die Übung, wo man sich so einen M113 vorstellt. Oder? Nicht alle fahren gleich gut. Oder auch bei anderen Sachen, oder? Musikkapellen, da, sie üben zum Beispiel, wie wenn sie richtige Instrumente hätten. Tönt dann auch super. Oder er stellt sich vor, er hätte ein Megafon, um da seine Kollegen anbrüllen. Und sie zwei, sie stellen sich vor, sie hätten eine Freundin. Ja. Aber bevor wir uns jetzt wieder schreiben, wir sollten uns immer über die Armee lustig machen. Diese Woche hat es natürlich auch gute Nachrichten gegeben von der Armee, zum Beispiel die da. Die Armee kämpft gegen den Wildwuchs am Armeeflugplatz. Ganz konkret haben sie Brombeeren und Neophyten entfernt. Und das geht ja ein, ist doch gut. Wenn man schon die ganze Zeit im Dreck robbt, dann kann man auch noch etwas wegjäten. Ja, natürlich. Also ich frage mich einfach, haben die sich das Gartenwerkzeug vorstellen oder haben sie das wirklich gehabt? Ja, wahrscheinlich haben sie es. Oder? Aber ich finde es gut, machen sie die Gartenarbeit. Oder? Stell dir mal vor, jetzt verlieren wir das Land an Wind. Oder? Dann willst du das auch ein bisschen fallen machen. Absolut. Ja, willst du dir direkt das Land übergeben. Also, ja. Etwas, was mich diese Woche aber tatsächlich betroffen gemacht hat, total im Ernst, das ist der Tod des russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny. Er ist diese Woche im Gefängnis, 47-jährig, verstorben. 47 ist in Russland aber doch ein biblisches Alter für einen Regimegegner. Ja, verhaftet, verschleppt,
vergiftet. Oder was halt passiert, wenn man in Russland Sachen sagt wie «Das wird man wohl noch sagen dürfen!» Absolut. Auch die Tagesschau vom Schweizer Fernsehen hat am Freitag natürlich ausführlich über den Tod von Nawalny berichtet. Also, so gut das halt möglich war. Ja. Die Technik, die will nicht so, wie wir wohl wollen. Das bedeutet, der große Bildschirm, den Sie sonst hinter mir sehen, der funktioniert nicht. Der Teleprompter, ab dem ich meine Moderationstexte lese, funktioniert nicht. Und auch die Live-Schaltung, wir haben mehrere davon geplant in dieser Ausgabe, funktionieren auch nicht. Ja, der Kaffeeautomat funktioniert nicht, der Drucker, er funktioniert nicht, der Kugelschreiber funktioniert nicht. Und das Schlimmste, der Redaktions-Jacuzzi funktioniert auch nicht. Ja, es, ja, es er hat so vieles nicht funktioniert. Ja, Florian Inhaus hat es ja gut gemacht, aber es hat so viel nicht funktioniert. Ich glaube, zeitweise hat er gemeint, er sei im Militär. Oder? Das ist wirklich schade, vor allem auch wegen dieser Live-Schaltung, die nicht funktioniert hat. Oder? Weil so haben sie können zum wichtigsten Live-Event der Woche schalten. In Rapperswil war 1-2 Geissenbein. Dort, ja, Kälte, oder? Ja, dort werden Esswaren aus dem Ratshaus auf den Dorfplatz zu den Kindern runtergerührt. Und zum Glück ist ja unsere Reporterin Martina Hügi, Körpergröße 1,55, mit dabei gewesen. Und wir können den Beitrag jetzt ausstrahlen. Also, wenn es funktioniert. Ich bin da im Auftrag von der Servola Prominenz und unfreiwillig undercover. Und ich warte darauf, dass ein paar alte Säcke, ein paar Würste aus dem Fenster rühren. Oder wie man da im Rappi sagt, Fasnacht. Was passiert da am 1-2 Geissenbein? Etwas komisch, dass ich bin auch erst ein Zuzüger und für mich nicht ganz etwas Gewöhnliches. Ja, wir feiern, dass man Zürcher geschlagen hat. Der Zürcher Rudolf Braun hat Rapperswil belagert und man hat die Bevölkerung ernährt, indem er Lebensmittel im Rathaus rausgegeben hat. Und an das denken wir heute. Rapperswil lassen die Zau raus. Allerdings eine verarbeitete. Was war eure Servola-Taktik? Einfach probieren. Ich habe recht viel auf den Boden geschaut, weil mich dort meistens fliegt. Und wir sind so Mitte vorne gestanden. Ist das nicht unhygienisch? Nein, nein. Ist dir gleich, wird gebrötelt. Ja. Ich muss auch gross sein und das schaffen wir schon. Ja, ich weiss, ich habe keine Chance. Ja, er auch nicht. Das ist ganz nach katholischem Geschmack. Wenig Würst, viel Kind. Das schaffe ich nicht einmal in einer Woche. Was? Was? Und wie bist du zu dieser Rose gekommen? Der Kinderbachelor da gewesen. Haben die gesagt, so Kinder, wir gehen jetzt hier hin und das gibt es zu Nacht und sonst nichts. Genau. Ja. Wurstsalat. Wir sind da gewesen, quasi beim 1-2 Geissenbein, der Formel 1 vom Fast Food. Was ist das? Wir wissen es alle nicht, aber da hast du ein Mini-Team. Martina Hügi! Michael, ja. Wie war deine erste Woche als nationaler Promi so? Ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Ja. Wenn das Promi sein ist, was ich jetzt erlebt habe die letzte Woche, dann hat mich der Hause Leute wegen brandschwarz angeschaut. Ja. Das war so cool. Viel mehr würde ich ehrlich gesagt nicht mehr warten. Okay. Ja, nein, ich glaube es nicht. Obwohl ja eben unsere erste Sendung gross besprochen wurde, auch medial. In der Presse hat es unter anderem geheißen, die Premiere ist missglückt. Ihr Problem ist eher, dass man sie noch nicht so lustig findet wie sie sich selber. Oder? Die Lachen müssen wohl mit Alkohol erklärt werden. Und ganz oft hat es geheißen, das haben wir alles schon mal gesehen, das ist nichts Neues, das ist nicht originell. Und das Kompliment kann ich der Presse nur zurückgeben, weil die Kritiker, die wir gerade gesehen haben, die sind zu den Premieren von Jacob Müller und Deville gewesen und sind diese Woche einfach nochmal von Neuem gekommen. Gar nicht mal so originell, unsere Kritikerinnen und Kritiker. Aber viel mehr Abgang ist in der Kommentarspalte. Absolut. Angeblich, ich habe es nicht gelesen. Nein. Ich habe es nicht gelesen. Nein, das kann ich nicht. Wir haben es bewusst nicht gelesen, dürfen wir sagen. Oder? Weil wir haben gesagt, das tun wir uns nicht an. Wir sind aber natürlich trotzdem offen für das Feedback, das ihr gekommen ist. Die Frage ist ja immer, wie man es übergebracht bekommt. Und ich glaube, niemand könnte das schöner und sanfter machen als der Schweizer Soul-König, Jan Seven Detwiler.
Der Büssi hat die Halbierungsinitiative heute halbiert. So schade ist er keine Frau. Weil dann hat er es geschaut. Ich wollte schwul werden. Aber dann habe ich den Büssi gesehen. Am Schweiz in seine krächzige Stimme. Ist wie eine Stichsage im Arsch. Es hat noch Luft nach oben. Ah, es ist nicht lustig. Und dabei komm nicht nachher. Mein Gefühl hat nicht gelogen. Ich hab gewusst, es wird ein Scheiß. Buben bleiben am Boden. Weil ich sag euch jetzt eins. Wir können's einfach nicht. Zeig Mona auf der Reis. Oh, wir können's einfach nicht. Und so eine Kack läuft auf dem Eis. Oh, wir können's einfach nicht. Und dann ist noch der hure Rösti gekommen. Aber wo bitte, wo ist unser Victor Jacobo? Lieber reiss ich mir einen Arm aus und schlage mich bewusstlos. Der will doch nur berühmt sein. Ich hab einmal gelacht und ganz viel brüllt. Warum hat niemand gejasset? Die erste halbe Stunde ist 6 Jahre gegangen. Also ich find für die Schweiz Mama recht schlecht. Ich habe das Gefühl, es hat noch Luft nach oben. Ah, es ist nicht lustig. Oder ich komm nicht nachher. Mein Gefühl hat nicht gelogen. Ich hab gewusst, es wird ein Scheiß. Buben bleiben am Boden. Und ich sag euch jetzt eins. Wir können's einfach nicht. Zeig Mona auf der Reis. Oh, wir können's einfach nicht. Und so eine Kack läuft auf dem Eis. Und dann ist noch der Hurenrösti gekommen. Bitte, wo ist unser Victor Giacomo? Katzenemoji. Jan Seven-Beckmüller mit Original-Kommentar aus der Spalte. Ab September auf Tour mit dem und auch noch schöneren Songs, holt euch Tickets. Und wo wir jetzt gerade vom letzten Sonntag hatten, der Abrummer von der ersten Sendung, das müssen wir neidlos eingestehen, das war der Bundesrat Albert Rösti, der sogar ein kleines Comedy-Talent gezeigt hat. Sie kommen aus Kandersteg wie der Dölf Ogi. Sie wohnen jetzt in Uetendorf, dort ist der Luca Henni her. Wohin müssten Sie zügeln, dass Sie mal in einem Kaff nicht nur der zweitberühmteste sind? Ja, ich würde sagen, die Nachbargemeinde Gurzelen. Das ist lange sechs... schon. Das ist 600 Einwohner, das würde ich sagen. Ja, was haben wir gelacht über die Pointe von Albert Rösti, über seine Nachbargemeinde Gurzelen? Das machen wir in Schweiz ja eh gern, so über die vom Nachbardorf lachen. Sie sind ja eh die Dümmsten und sie wissen nicht, was schön ist. Ja. Uns hat es aber gleich Wunder genommen, was ist das für ein Ort, das Gurzelen? Wir sind ein bisschen recherchieren. Gurzelen, das liegt im Berner Oberland. Sie sehen hier auf der Karte, wo ungefähr, da hat es knapp 900 Einwohnerinnen und Einwohner. Dort, da bin ich ziemlich sicher, wäre der Bundesrat Albert Rösti sicher der berühmteste. Ja. Wussten Sie? Gurzelen war der Heimatort des berühmten Kunstmalers Ferdinand Hodler. Ja, nein! Also, auch in Gurzelen ist der Albert Rösti aus Nummer 2. Ja, also, da staunt sogar der Hodler selber. Ja, die bekannteste Gurzeler Person ist also der Schweizer Maler der Ferdinand Hodler. Von ihm kennt man weltberühmte Werke wie das da, die beiden Holzfäller, hinten vom Hodler gemalt, vorne vom Leben gezeichnet. Christoph Blocher ist einer von den grössten Hodler-Sammlern. Puh, ich habe so Angst, dass ich mir an dieser Stelle verspreche. Christoph Blocher sammelt Hodler. Und zwar wirklich in jeder Form. In jeder Form. Er sammelt sie als Bilder oder als Banknoten. Der Ferdinand Hodler ist nämlich unter anderem auch der Gestalter der ersten Schweizer Banknoten. Die sind von 1911 bis 1958 im Umlauf gewesen, länger als jede andere Banknote nach ihnen. Über 4 Jahrzehnte lang hat jeder Schweizer und jede Schweizerin einen echten Hodler im Portemonnaie gehabt.
Aber zurück zu Gurzelen, weil Gurzelen ist noch viel mehr als nur der Bürgerort von Ferdinand Hodler. Ich meine, allein der Name, oder? Ich meine, Gurzelen, oder? Gurzelen, ja? Es tönt wie so etwas, was ein Baby muss machen, nachdem es gegessen hat, ja? Du noch Gurzelen, komm, du noch Gurzelen. Ja, sehr gut, hä? Gut, vielleicht sollte ich nicht zu viel Witz machen, weil Gurzelen hat eine eigene Armee. Ja? Zwar nur eine Heilsarmee, aber hey, das ist die letzte Armee in unserem Land, die noch liquid ist, ja? Also, auf jeden Fall haben sie genug Budget für einen eigenen Film. Gurzelen ist das Hollywood vom Berner Oberland. Ja, wirklich. Ich weiss, ihr sitzt jetzt hier im Saal oder die vor dem Fernsehen und sagt: Ich glaube euch das nicht. Das kann nicht sein. Ja, ist aber so. Ja, die Heilsarmee hat 2016 einen Kinofilm produziert. Und was soll ich sagen? Wir haben den Trailer auf YouTube gefunden und es ist ein absolutes Meisterwerk. Es geht, ja klar, um ewiges Leben. Es geht auch vor dem Leben. Zum ewigen Leben. Oh, also. Und jetzt habe ich gedacht, ein Mittel zu entwickeln, wo man ewig lebt. Ewig. Ewig. Aha. Ich glaube euch das nicht. Das kann nicht sein. Hast du nicht oben gelassen, Bobby? Entschuldigung, ich bin so, so. Er heimt da. Fahr schneller! Ja, die haben viel gröber Kar als wir. Hey, mach Plan. Formel ist fort, Formel! Schaut, sie kommen runter. Security, Formel! Formel, Security! Mia, Formel ist gebaut worden. Wir müssen schauen, Mia. Wow, ein absolutes Meisterwerk, ein Original-Trailer, nicht von uns bearbeitet. Also wenn du mich fragst, ein spannender Schweizer Film, sitzt auch nicht Tunchi. Ja? So etwas könnte man mal zeigen bei dem SRF, oder? Würdet ihr schauen? Was meint ihr? Würdet ihr auch schauen, oder? Ja. Gut, ihr schaut das und zeigt wie das hier. Aber gleich, liebe Heilsarmee Gurzelen, die Filmrecht an diesem Blockbuster besitzt, bitte meldet euch bei mir. Ich verbinde euch mit der zuständigen Abteilung von SRF. Es gibt sicher ein Formular für das. Und dann können wir an der Stelle des Tatort einmal den 3.16 laufen lassen. Oder wenigstens nach der Sternstunde Religion oder irgend sowas. Gurzelen ist also eine Filmmetropole und hat darum natürlich auch einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Und laut dem Wikipedia-Eintrag ist eine Sehenswürdigkeit, die sehen Sie hier, Zwillingsbuchen am Waldrand. Das wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen und habe höchstpersönlich Platz genommen und die Aussicht genossen. Gurzelen. Das Hollywood vom Berner Oberland bietet alles, was das richtige Hollywood auch hat. Eine Mehrzweckhalle für die Alpenoskurs, ein Fire Department auf der Straße und ein echter Banksy an der Wand. Auch ein Broadway hat es in Gurzelen. Es gibt hier den Kürbisstuben, den Jahreskonzert, Musikgesellschaft, Unterhaltungsabend und den bekannten Volksschwank. Hier ist keine Mülldeponie. Mit Erich Fock und Viola Tami. Natürlich hat ein Ort mit so vielen Stars auch eine starke Waffe. Oh nein, der Füsse. Ein Rüstig Bürger. Ja, das wäre die Idee. Die Dorfwaffe ist uns empfohlen worden. Das bist aber nicht du, oder? Nein, das ist meine Frau, aber die ist heute beim Skifahren. Dann geht es halt unfrisiert zum Fotoshooting mit der Starfotografin Caroline Weiss. Weltberühmt für ihre Hundefotos. Und auch ich habe ein Bild mit meinem Haustier gemacht. Ja, fein. Noch jetzt dafür? Comedy-Männer hat es in Gurzelen keine. Dafür Küchenmänner, die sogar den Gesamtbundesrat empfangen könnten. Wir können einerseits etwas für sie kochen, aber wir können das so integrieren, dass sie selber etwas erleben dabei und selber müssen mitmachen müssen. Ja? Klingt gut. Haben wir noch Highlights vergessen? Highlights. Dann brauchen wir jetzt nur noch ein Zuhause für den künftigen Gurzeler Albert Rösti. Nachdem Albert Rösti bei uns in der Sendung Gurzelen erwähnt hat, ist jetzt hier der Bauboom ausgebrochen, damit man die ganze Masseneinwanderung, die jetzt befürchtet wird, kann bewältigen. Falls der Bundesrat eine schnelle Lösung braucht, wir hätten eine. Also wir zügeln weg und unsere Wohnung ist hier zum Verkaufen und es wäre vielleicht etwas für ihn. Da lässt sich auch als zweitberühmteste gut leben. Und sonst einfach auf Steffisburg, gerade nebenan ziehen. Dort gibt es sogar schon ein Restaurant, das ein Albert-Rösti-Gericht anbietet.
So, voilà, unser Bundesrats Albert Rösti Gericht. Ich wünsche dir einen guten. Das haben wir mit ihm zusammen gemacht. Das haben wir mit ihm zusammen gemacht, genau, auf seinen Wunsch. Ich habe es getestet und es ist absolut Hollywood-reif. In knapp 5 Minuten sitzt hier neben mir Wendy Holdener, unser heutiger Gast. Auch sie bekommt von uns natürlich ein Gastgeschenk. Und das sucht Michael aus. Ist es schwer gewesen, etwas zu finden für Wendy? Es geht. Ich bin mal online gegangen, die üblichen Plattformen, Riccardo Tutti und so, und einfach mal der Wendy ihren Namen eingegeben und geschaut, was da kommt. Und logisch bin ich auf Autogrammkarten gestossen. Also zum Beispiel hier, Autogrammkarte, 13 Franken, handsigniert. Skistar steht da, also wenn man das beschreibt, dann liest die Autogrammkarte Handschrift vom Star. Ah, gut, ja. 100% Unterschrift vom Star. Oder? Also, das könnte etwas sein. Ich weiß nicht, ob sie noch eine Autogrammkarte hat selber, oder? Von sich. Und wenn man es dann ein bisschen vergleicht, eben 13 Franken wäre da der Preis, sieht man zum Beispiel bei Abfolz nur 12 Franken. Ja. So. Ingemars Dänemark 29 Franken. Und spannend, Helmut Höflehner 14 Franken, habe ich nie gehört vom Helmut Höfler? Nein, ich auch nicht. Das klingt nach einem Österreicher, aber ja gut. Dann bin ich noch weiter, bin ich noch auf Tutti. Dort habe ich nachher dann eine Startnummer gefunden von ihr, vom 2022 in Zauchensee. Ah, das ist aber cool. Ich fand, das ist eine coole Erinnerung. Ja. Das ist auch wieder unterschrieben. Und dann bin ich aber nachschauen, in dem Rennen ist sie 24. geworden. Aha. Ich dachte, ich kann ihr vielleicht auch nicht schenken. Oder? Ja. Was er wirklich dann gekauft hat, sehen wir ein bisschen später. Gut, da sind wir sehr gespannt und gespannt sind wir sicher auch, welche Aufgabe ihr uns diese Woche gegeben habt, die Michael und ich ohne Üben sollen bewältigen. Ihr könnt das ja machen per WhatsApp auf die Nummer 076 803 0000. Und diese Gelegenheit hat auch Sven genutzt. Hallo zusammen, das ist Sven und ich würde mega gerne den Büssi und den Michael sehen, ganz ohne zu üben, sich als Drag Queen zu schminken und zu verkleiden. Ah, da geht ein Raunen durch den Saal. Was für eine tolle Idee. Haben wir allerdings gewusst, da brauchen wir schon ein bisschen Hilfe. Und die haben wir uns geholt in Form von der Drag Queen Milky Diamond, die uns hier im Backstage im Kaufleuten ihre Schminke und eine Aufgabe mitgegeben hat. Milky, was hast du uns schön rausgesucht? Also ihr zwei Süßen dürft euch heute schminken wie der grösste Schweizer Dragstar. Und zwar ich. Aha, natürlich. Ja. Das heisst, makellose Haut, ein pink-roter Eyeshadow und dicke rote Lippen. Ja, das können wir, oder? Ja, ohne Üben. Jetzt, voilà, voilà. Es ist Schminke als Drag Queen, nicht als Leich für den Tatort. Wieso? Nein, nein. Ich hab's geschafft. Ja, es sieht super aus. Ich muss es genau so lassen. Nein. Hast du irgendwo ein Lean? Ah, ah. Ist gut so? Siehst du mich? Es geht. Ich habe Nadine noch mal eine Sprachnachricht geschickt. Okay. Wenn wir hören? Ja, bitte. Aber tut ja nichts. Wirklich, macht es bitte nicht mit einem normalen Kleber, weil ihr wisst wirklich die richtigen Wimpern. Was ist der? Jetzt haben wir ihn. 30 Seconds. Du bist ein Schafsäckel. Das ist das. Du hast das versteckt vor mir. Ich habe es ja auch nicht gebraucht. Hast du vergessen, dass das dort drin ist? Du hast den Tintenkleber. Ich bin drin. Wow! Oh mein Gott, ich bin so geil!
Hallo. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hallo zusammen! Das ist super uns. Oh, also ihr auch? Danke vielmals. Oh mein Gott! Hä? Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut kommt. Jetzt musst du aber noch eine Detailkritik jetzt noch haben, natürlich, oder? Ja, also alles bis da ist mega gut geworden. Nein, ich tue das schnell schauen. Ja. Also, du darfst unten dran das Schwarz nicht so abziehen. Ah, wirklich? Weil sonst siehst du ein bisschen traurig aus. Ja. Und die Wimpern sind auf die falsche Seite. Nein, das ist eben. Nein, ihr macht das immer falsch. Wir machen das immer falsch. Und wie findest du mich? Also, ich finde, du bist eine wunderschöne Puffmutter geworden. Ja. So wie du aussiehst, könnten wir richtig gut zusammenarbeiten. Absolut. Also, ich muss sagen, du hast die Wimpern auf die richtige Seite. Jawohl. Ich finde, wir haben beide bestanden. Wir haben beide bestanden? Ich bin richtig grosszügig heute, ja. Okay. Ich bin richtig stolz auf euch. Jetzt brauchen wir noch einen Drag-Queen-Namen. Können wir nur mit dir hier. Also, ich habe für mich eben gesehen Pussy Galore. Pussy Galore. Ja, ein James-Bond-Girl war einmal. Natürlich, vor vielen Jahren. Ja, und das ist eigentlich mein Lieblings-Bond-Girl. Ja. Was wäre bei dir? Mein Drag-Queen-Name ist Michael Schweizer. Milky Diamond hat uns da unterstützt. Wie war das für dich, Michael? Speziell, also jetzt nicht Frauenkleider, das habe ich sonst auch regelmässig an. Klar. Hey, ich habe mich nach über 15 Jahren wieder mal komplett rasiert im Gesicht. Und da sind doch die ein oder andere Furchen entstanden. So nicht in Erinnerung hast. Ja, das ist ein spezieller Anblick im Spiegel. Auf jeden Fall. Ich wollte mich auch rasieren, aber ich wusste, ich brauche 15 Jahre, bis das wieder kommt. Also habe ich es sein gelassen. Hey, wir kommen zu unserem Gast. Sie ist 55 Mal auf dem Podest oben gestanden, nach einem Weltcup-Rennen. Sie holt 5 Medaillen an Olympischen Spielen und 6 Medaillen an Weltmeisterschaften. Und sie hat ihren eigenen Kaffee. Bitte begrüßen Sie mit einem Laktosenapplaus Wendy Holdener! Wendy, mega schön bist du da. Der Grund ist ja in dem Sinn ein trauriger. Du hast natürlich nur kommen können, weil du dich verletzt hast, weil sonst wärst du ja heute wahrscheinlich in Grand Montana im Einsatz gewesen, wo Skirennen gefahren worden sind das Wochenende. Müssen wir schnell den aktuellen Stand abholen? Wie sieht es aus? Skirennen bin ich nicht gefahren, aber ich bin heute auf der Skipiste gewesen. Also es geht schon ein Stück besser. Der Bruch ist gut verheilt, aber es schmerzt noch ein bisschen im Skischuh. Aber nein, ich bin happy. Kommt's gut? Ja. Wie tust du das unterscheiden, wenn du jetzt an einem Tag wie heute gehst, Skifahren? Ist das Freizeit oder Arbeitszeit? Kannst du das aufschreiben bei Swiss Ski? Nein, das kann ich nicht aufschreiben bei Swiss Ski. Aber wie soll ich sagen, ich verdiene ja auch mein eigenes Geld. Also, wenn ich gut Skifahre, verdiene ich Geld und sonst nicht wirklich. Also von dem her muss man das selber entscheiden. Ich weiss nicht, wie es bei Skifahrerinnen ist, oder? Wenn du als Komiker Leute jetzt so im Alltag triffst, dann sagen sie immer, weißt, ich bin verlaut und lustig, ich kann auch einen Witz erzählen. Wenn du auf der Skipiste bist und die Leute sehen dich, sagen sie dann auch, hey, wollen wir schnell ein Rennen fahren miteinander? Nein, weil ich glaube, die meisten trauen nicht. Wieso? Weil ich einfach schneller wäre. Also, wahrscheinlich schon. Ja. Aber es ist eben so, wenn ich jetzt an Tagen wie heute Skifahren mit der Familie, dann lege ich mich so unauffällig an, dass mich die Leute eben gar nicht kennen. Aha, das ist natürlich der Trick. Genau. Ja. Also, ja. Man muss schon genau schauen, dass man mich dann kennt. Kannst du privaten Ehrgeiz dann ablegen oder willst du gleich immer als Erste drin sein? Also nein. Gut. Nein, ich weiß es. Ich bin mal mit der Tina Weirater Skifahren und sagt sie da oben, also wir sehen uns und denkst, jetzt fahren wir zusammen ab. Eine halbe Stunde später kommst du küchend unten an, da hat sie 2 Kaffee gehabt, oder? Also, ist das bei dir auch so? Fährst du auch einfach alle davon? Nein, nicht unbedingt. Also, heute bin ich zum Beispiel eher hinten nachher gefahren, weil es einfach gefeckt hat, Kevin, meinem Bruder oder Remi hinten nachher zu fahren. Aber nein, ich bin eigentlich recht fair und ich frage die Leute auch, hey, wo wollen wir durchfahren? Ja. Gibt es jetzt manchmal auch so Momente, ja, wo
wo du dir überlegst, hey, wenn jetzt das nicht geklappt hätte mit Skifahren, was hätte ich eigentlich dann im Leben gemacht? Das habe ich mir schon ein paar Mal gestellt. Vor allem auch früher. Also ich war so ein bisschen, was will ich eigentlich machen? Und bin in Berufsberatung. Aha. Und ich habe schon dort gewusst, ich will Skirennfahrerin werden. Und ich bin froh, dass es aufgegangen ist. Also hast du gar keine Option gegeben? Nein. Gut, das KV hast du ja gemacht. Also du wärst eigentlich fähig, ins Büro zu sitzen. Genau, also ich bin fähig, aber wahrscheinlich irgendwann zu unruhig. Aber nein, ich bin so erzogen worden, dass man etwas lernen muss, dass man eine Ausbildung braucht, weil du weißt nie, ob es aufgeht oder nicht. Und darum habe ich immer Plan B gehabt. Eine Schweizerin durch und durch. Das kann man glaube ich, so sagen. Du hast aber gleich mal noch jetzt etwas Neues ausprobiert. Und zwar bist du Podcasterin gewesen, genau. Die vergangenen 3 Wochen. Hast du Tino ersetzt beim Podcast am Pistenrand. Ist das etwas, also man sollte jetzt nicht schon nach dem Saisonende fragen, aber ist das jetzt etwas so Showbusiness und so, wo du dir vorstellen kannst, zum später mal machen? Es hat mir Spass gemacht, den Podcast zu machen. Aber ich muss sagen, ich bin auf der anderen Seite eben kein schlecht. Ich höre nicht viele Podcasts. Darum ist es ja. So ein bisschen heikel vielleicht. Aber nein, es hat mir Spass gemacht. Also, wer weiß. Ist das eigentlich ungewohnt für dich, wenn du jetzt interviewt wirst und du musst nicht irgendwie noch eine Flaschenkamera so unauffällig nebenan haben? Oder? Nein, aber. Mir ist sehr aufgefallen, wie nervend das ist bei gewissen Athleten. Aber ich muss sagen, Café Latte ist dadurch sehr locker und ja. Du musst nichts. Gib mir das nicht als Pflicht auf. Und darum bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich meine Flasche einfach auf den Tisch stellen darf, wenn es einen hat. Und sonst habe ich ja eh die immer dabei. Aber ich finde es ein bisschen extrem, wenn man die so extrem ins Fernsehen hat. Gut, wir sagen jetzt natürlich keinen Namen, alle anderen. vielleicht ja, noch einen kleinen Ausblick. Wo hast du das Gefühl, werden wir dich das erste Mal auch wieder in Renndress und auf der Piste sehen? Was ist das Ziel? Ari, hast du mal gesagt. Genau, also es gibt 2 Slalomrennen dieses Jahr. Ich habe immer gesagt, es sei ein Ziel, weil ich irgendwo durch eine Motivation gebraucht habe, zum Vollgas zu geben im Training. Es hat etwas gestockt letzte Woche, wo das Skifahren nicht gut gegangen ist. Heute bin ich wieder positiver unterwegs gewesen, weil ich auch den Berg abgefahren bin und richtig Spass hatte. Darum, in einer Woche geht es zum Doktor und dann kann ich euch auch mehr sagen. Also, da drücken wir selbstverständlich die Daumen. Freut uns sehr, wenn du zurückkommst. Genau. Du hast dir selbstverständlich ein Gastgeschenk verdient. Ja. Darf ich dich zu Michael überbitten? Auf unser viel zu grosses Sofa, also, das wir haben. Zum Gastgeschenk müssen Sie noch etwas sagen. Ja. Komm, hock doch zuerst ab. Gut. Oi, komm nur, ja. Ja. Schon reden, bevor Sie im Ziel sind. Ja, ich weiß. Ja. Was möchtest du sagen? Dürfen die Autogrammkarten für 14 Franken nicht kaufen? Nicht? Nein. Gibt es sie wo? Gibt es sie für 25 Franken direkt bei dir? Also, es ist natürlich schade, dass meine nicht teurer ist, oder? Aber wenn man mir einen Brief schreibt mit einem frankierten Gouverneur, kommt man eigentlich billiger rein in Retour rüber. Raffiniert! Genau, einfach das. Gut. Also, gut. Ich habe natürlich keine Autogrammkarte gekauft für dich, sondern etwas zum Anlegen. Was hast du das Gefühl, was ist es? Ja, ich habe einen Podcast gemacht, in dem Fall etwas Glitzeriges und vielleicht. Ich löse es auf. Ja. Es ist natürlich ein wunderschöner Skianzug. Hört mir mal her. Schau mal, es ist deine Grösse. Sieht fantastisch aus. Es sieht fantastisch aus. Meine Damen und Herren, wow. Also, müsst ihr jetzt. Und anders anlegen und hast vorgekommen. Wenn du willst, darfst du dich da hinten umziehen, wenn das für dich in der Ordnung ist. Ansonsten kommst du einfach einen grossen Schlussapplaus über meine Damen und Herren. Danke. Wendy Holmelin! Tschüss! Danke. Bitte schön! So. Das war schon fast wieder von der zweiten Sendung Late Night Switzerland.
Damit wir die Sendekritik das mal nicht in den Kommentarspalten machen müssen, habe ich gedacht, wir holen sie einfach direkt im Publikum ab. Dann können wir uns den Umweg sparen. Darf ich vielleicht schnell fragen, wie hat dir die Sendung gefallen? Super gewesen. Ja, und dir? Sehr gut gewesen. Aha, wie haben Sie es gefunden? Ja, schon recht. Aha, wie hat es Ihnen gefallen? Furchtbar gewesen, im fürchterlichen Bronze. Am besten habe ich es gefunden, wo sie den Schlitten gehabt hat und die Band gespielt hat. Aha, die Musik okay. Ist gut. Gut, ja, also, wir können es ja gerade oben sagen. Oder dürfen wir schnell aufhücken? Also eigentlich nicht, aber gut. Dann, wo ist die Wendy? Sie ist jetzt schon gegangen. Also, wenn, dann müssen Sie aufs Sofa über. Da hat es keinen Platz. Gut, Sofa? Müssen noch, haben wir zwei Mikrofone? Das ist eine gute Idee. Mach mal, das geht schon. So, gut, ja, sonst hört man euch nicht. Das wäre schade. Okay. Ja. Und einfach die Grüße. Gut. Ja. Wie hört man mich? Aha. Ja. Ist ja schwer, oder? Ja, ich finde das schön. Ja, ich merke es. Ja. Ich habe schon lange nicht mehr so viel Körperkontakt gehabt. Es geht jetzt nicht um deinen Kontakt. Er hat gefragt wegen der Sendung. Ja, bitte. Das wäre mal. Also, Sofa findet sie in dem Fall nicht zu klein. Ja, das ist schön. Das Beste am Ganzen. Das ist bequem. Oder, hey. Also, Entschuldigung, das Beste am Ganzen. Was Sie ja da versuchen bei dem Last Night Switzerland, ist ja die Satire. Oder? Ja. Und dort muss ich jetzt einfach feststellen, ist von der Herangehensweise her. Ist du hast ja gar nicht geschaut. Ja, du hast die Sängerin angeheiratet. Ja. Es ist ein Wunder, dass du nicht gesabbert hast. Du bist eine dumme Zwetschge. Ja, du. Sind wir hier im Fernsehen bei dem Bösen? Also, nein, du kannst doch nicht allein. Regie, können wir zurück zu mir? Wenn das so weitergeht, dann brauchen wir hier bald eine Sicherheitskonferenz. Das Handy von der Sicherheitskonferenz. Das ist dann übrigens jetzt gerade Thema beim Michael Rauchenstein in der Tagesschau. Das war von Late Night Switzerland für diese Woche. Komm, spiel den Abspann da. Nächsten Sonntag haben wir ein kleines Special zum Eurovision Song Contest. Sandra Studer ist bei uns. Freuen wir uns drauf. Gute Nacht. Schon fertig? Late Night Switzerland ist präsentiert worden von Emmy Yoga Pur. Von beiden kannst du nicht genug bekommen.